Moin Moin, und da sind wir wieder mit einem Moin, jo, erstmal schön fett hier einmal Burp. Okay, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Day of the Tentacle und wir haben das letzte Mal Gummikotze und was nicht alles eingesammelt und wir wollen heute mal schauen, ob wir das auch nutzen können. Das heißt, wir gehen mal direkt ins Haus. Uppa. Oh, unterdessen? 400 Jahre später. Holt mich hier runter. Oh nein. Die Arme. Die Arme hängt immer noch am Baum. Während wir die ganze Zeit die Sachen hier waren, hängt die einfach so am Baum. Das geht gar nicht. Das ist echt nicht nett. So, lass mal gucken. Können wir diesen Zettel schon direkt einwerfen? Hat es geklappt? Es hat geklappt. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Mega. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Wir könnten mal in die Nachvorschlagsbox machen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meinst du nicht auch? Sicher, George. Tolle Idee, George. Meinst? George Washington, du bist der Mann. Für uns. Recht. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist, aber es ist super geil, dass wir es geschafft haben. Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte... Gab's damals überhaupt schon... Dafür. Wenn niemand bei der, etwas bei der Gründung hat, der Vereinigten Staaten hatte da Leute Staubsauger? Egal, wir nehmen es in die Verfassung auf. Ist egal. Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Die Gründung der Vereinigten Staaten. 4. Juli 1776. Ich glaube nicht, dass 1776... irgendwer einen Staubsauger im Keller hatte. Egal. So, das haben wir geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit der Gummikotze vorankommen. Und ansonsten suchen wir uns gleich den Staubsauger. Den hat aber dann Bernhard, weil hier haben wir es ja nur vorgeschlagen. Und hier gibt es auch meiner Meinung nach gar keine Staubsauger. So, jetzt gucken wir, ob wir die Gummikotze hier irgendwo... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ja, wo soll sie denn hin? Irgendwo muss sie doch hin. Wie bringen wir die Lady dazu, länger in diesem Zimmer zu bleiben? Hätten wir dem Hamster die Zähne einsetzen können? Spaghetti? Ich will nicht. Ach, das geht schon wieder los. Okay, okay, okay. Das ist das Nähzimmer oder ist das das andere? Das ist das Nähzimmer. Wir benutzen rote Farbe mit... Nö, ich mag es, wie es ist. Ach, ich mag es, wie es ist. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe nicht viel Ahnung von Design. Zu langweilig. Nimm das mit. Mann, ey. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Das Thema Fahne ist auch immer noch nicht gelöst. Können wir die Drachenpläne nehmen? Den technischen Kram verstehe ich nicht. Können wir nicht. Sag mal, ist das der gleiche Kalender, wie er in dem Büro hängt? Egal. Ziehen? Ich bring's nur durcheinander. Ja, du sollst es durcheinander bringen. Okay, da ist wieder das Pferd, mit dem kommen wir auch nicht weiter. Hier irgendwas anstellen. Wie wär's denn, wenn wir hier den... Nö, ich mag es, wie es ist. Hoagie. Mach doch mal irgendwas, was man dir sagt.
Wir können auch noch nicht zu der anderen. Nee, da können wir noch nicht hin. Warum? Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Okay, wir können mit dem nicht mehr reden. Wir haben alle Optionen durch. Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Vielleicht können wir Zaubertinte in das Glas machen. Zu langweilig. Nein. Können. Nichts machen. Gar nichts können wir machen. Nichts. Da ist die Maus. Kann ich mit der irgendwas anstellen? Die Katze. Hier. Klapperzähne. Benutze Klapperzähne mit Katze. Geht nicht. Alles schon probiert. Wohin damit? Ach Mann. Hier gibt's auch nichts Spannendes. Also mal raus. Vielleicht entdecken wir da noch was. Nee. Hier ist auch der Flaschenzug. Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Okay, wir nehmen mal den Kamin. Kürzt ein bisschen ab nach unten. So. Dann reden wir nochmal hier mit John Hancock. Jupp. Bitte lass mich in Ruhe, Leute. Der will nicht reden. Dann reden wir hier noch mit Jefferson. Jo, Tom. Thomas. Und wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Okay. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Mhm. In ein paar Minuten wird Washington seinen Plan zur Teilung der Gewalten in 8 Teile vorlegen. Exekutive, judikative, legislative, bronchiale, untypische, freudianische, elliptische und extra knusprige. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Ach, nicht schon wieder. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später dann. Was? Was passiert später? Kamin benutze, komme ich nur nach oben. Okay, das bringt alles nichts. Dann gehen wir nochmal nach unten zum Professor. Kann der noch irgendwas Sinnvolles tun? Hey! Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Ich brauche immer noch Gold, Essig die Zähne. Und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Der Essig kriegen wir aus der Zukunft. Das ist die Weinflasche in der Zeitkapsel. Wir müssen dafür sorgen, dass sie verbuddelt wird. Und wir kriegen das Gold von den Pferdezähnen. Die Frage ist nur, wie? Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Benutze Zaubertinte mit zu Brett. Langweilig. Tippbacks mit Brett. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Nö, ich mag es, wie es ist. Ich will nicht. Wenn wir den Brief hier an. Ich will nicht. Auch nicht. Können wir den Brief an Washington geben? Was stand nochmal in dem Brief drin? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kriegen wir Washington raus, wenn wir ihm den Brief geben. Ich will nicht. Okay, das geht nicht. Ich will nicht. Jefferson auch nicht. Und Hancock? Ich will nicht. Hancock auch nicht. Ich will nicht. Okay, ihr merkt schon, das sind meine Verzweiflungstaten gerade, weil ich nicht so richtig weiß. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Plastikkotze.
Kann es sein, dass die Plastikkotze überhaupt keinen Nutzen hat? Okay, wir gehen nochmal zu Bernhard rüber. Wir müssten ja jetzt hier irgendwo im Keller einen Staubsauger haben oder so. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Auch nicht. Ich will nicht noch mehr anstellen. Okay. Wir gehen die Treppe wieder hoch. Was können wir tun? Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Vielleicht, wie kriegen wir denn den Kaugummi weg? Damit hat es nicht geklappt. Vielleicht ein bisschen Kaffee auf den Kaugummi machen hier. Schönen koffeinhaltigen Kaffee. Es klebt am Boden fest. Ach, wirklich? Der ist hier noch im Schlafwandel wahrscheinlich. Das kann ich nicht. Nein. Ich hab fast meine Hand abgeschlagen. Das wird wahrscheinlich jedes Mal passieren. Okay. Das geht nicht, das hilft nichts. Bild. Was ist mit dem Bild? Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Dein EPA-Geschenk? Ronny 83! Ronny 83 ist sehr geil. Vielleicht ist das gesichert. Ich sollte damit nein, nicht rumspielen. Okay, okay, okay. Vielleicht ist das gesichert. Wie kriegen wir den Kaugummi? Wir haben nichts für den Kaugummi. Wie kriegen wir... Können wir irgendwas mit dem Clown benutzen? Hier die Gabel. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen. Schon gar nicht einen Clown wie Uso. Nein. Wir brauchen die Pistole. Ich bin gerade echt ratlos. Eine Kassette brauchen wir auch noch. Wo kriegen wir die Kassette her, um alles in der Welt? Ich weiß nicht, was an der explodierenden Katzenschüssel falsch war. Wir reden nochmal hier mit diesem Typen. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Er ist wirklich ein bisschen deprimiert, der Gute. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Der gläserne Ausdruck in deinen Augen? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Du bist genau der richtige Typ. Niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert. Gummikotze! Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert. Hogi. Ich wünschte nur, Hogi, wenigstens Hogi. Einer würde die Hogi, Sachen Hogi, 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 Hogi. Einmal nur. Ich habe gerade die Idee. Dann eben nicht. Hogi, wir müssen die Zähne und die Plastikkotze zurückgeben. Zähne und Plastikkotze zurück und dann versuchen wir damit, den Typen aufzumuntern, dass der wieder sich gut fühlt und das Zimmer verlässt, damit wir dann die Pistole bekommen. Diese Scherzartikelpistole, die bei dem auf dem Boden liegt. Was auch immer wir damit machen wollen. Ich glaube, die müssen wir dann wieder durch die Zeit zu Bernhard geben. Aber warten wir mal ab. So,
Du bist da, Hogi. Dann gehen wir jetzt auch runter. Und nein! Ich dachte, Plastikleuchte im Dunkeln wäre eine gute Idee. So, wir gehen wieder runter. Meint ihr, ich muss mal zum Friseur gehen? Ach Quatsch, John O'Connor ist ja da unten. So, Bernhard steht bereit. Hogi, bitte die Zähne wieder in die Toilette. Bernhard, nimm sie dir. Und Hogi, bitte die Gummikotze wieder in die Toilette. Und Bernhard, bitte einmal zugreifen. So, mal gucken, ob wir den deprimierten Heini da oben jetzt wieder ein bisschen glücklich machen können. Mit der Gummikotze oder mit den Klapperzähnen. Vielleicht hilft uns das. Das war hier. Gute Idee, gute Idee, gute Idee. Und wir benutzen Gummikotze mit... Das ist einer der wenigen Plätze, an okay, dem Plastikkotze nicht sitzt. Hätte ja sein können. Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch... Das wäre ziemlich blöd. Dazu... Nein. Nein. Oh Mann, das war meine große Hoffnung. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Koffeinfreier hilft dir nicht. Besser nicht. Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krunko-Faktor ignoriert werden. Mir war noch nie so langweilig wie deprimierend. Das war nicht hilfreich. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Okay, hilft nichts. Weiter geht's. Was war hier nochmal? Ach, Tentakel wieder. Ja, gut. Bowlingkugel. Trichter. Na. Benutze Trichter mit Löchern von Bowlingkugeln? Ich glaube nicht, dass ich die Idee Nein. mag. Nutze Trichter mit Mauseloch. Ich glaube Nein. nicht, dass ich die benutze Idee Hamster mag. Benutze Hamster mit Mauseloch. Benutze Zähne. Benutze Zähne mit. Benutze Zähne mit Mauseloch. Keine Ahnung, pure Verzweiflung. Oh oh. Pure Tentakel, Mann des Jahres. Ei. Das nimmt kein gutes Ende hier. Okay, mal mit dem Typen nochmal Briefmarken anbieten. Hey, fass meine Marken nicht an. Und... Huch. Hey, fass meine Marken nicht an. Wir geben ihm den Hamster zurück. Damit sollte ich ihn nicht belästigen. Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Keine Ahnung, ich kann dem nichts tun. Nichts Gutes, nichts Schlechtes. Maniac Menschen? Wahnsinn. Maniac Menschen! Wir können Maniac Menschen spielen. Im Spiel, ein Spiel im Spiel. Oh, wie geil. Wie funktioniert das? Please select two kids. Okay, two kids. Hier, die nehmen wir auch noch mit. So. Beside Dave. Mit original Maniac Menschen Sound. Hört ihr das Zirpen der Grillen? Und alle im Haus wachen auf. Oh, wie schön. Genau so war es.
Maniac Mansion. Ich muss doch jetzt gucken, wann Maniac Mansion rauskam. Maniac Mansion. Maniac Mansion war erschienen als Point-and-Click-Adventure im Jahr 1987 von Lucasfilm. Stark, 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 stark. Das habe ich früher mit meinem Bruder auf dem C64 gespielt. C64 sagt euch wahrscheinlich nichts, Kids. Wenn ihr wissen wollt, was ein C64 ist, geht mal in Google ein und sucht euch das mal raus. Das war ein Computer, das lange Zeit vor dem heutigen PC. Ah, stark. Ich breche das jetzt ab, weil wir uns nicht mit Maniac Mansion jetzt aufhalten wollen, aber super stark. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier gibt's halt rein gar nichts. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Von daher, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt oder wenn ihr eine Idee habt, was wir machen sollen, entweder mit Bernhard oder mit Hoagie, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann versuche ich das beim nächsten Mal in der nächsten Folge zu machen. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes, als nochmal kräftig nachzudenken und zu überlegen, tja, ob wir nicht doch irgendwie noch eine andere Lösung finden. Im Moment habe ich keine Idee, wie es weitergeht. Bis dann, euer Boost83.